Yo, Peace, Leute, und willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession zu Dragon Age Inquisition. Endlich mal wieder. Nach ein, zwei Tagen Pause, wo diesmal mal kein Part gekommen ist am Tage, geht's dann eigentlich mal wieder weiter. Das lag halt nun wirklich daran, dass es ja gerade nun Fußball läuft und ja, da mache ich den ganzen Tag nichts anderes, als nur im Bett zu liegen und Fußball zu gucken. Siegel ist okay, das kennen wir inzwischen. Und der Einsatz geht weiter. Allianzen, die alte Garde. Aha. Da haben wir es auch schon. Neue Erkenntnisse, warum Korypheus Leute entsendet, um ausgerechnet elfische Ruinen zu erkunden? Nein, ich vermute, er hält seine Gründe selbst vor seinem innersten Zirkel geheim. Toller Anführer. Wen dienen wir hier eigentlich? Ach, keine Ahnung, so Typen namens Korypheus. Ein Angebot der Kreden, was? Geht der noch weiter? Eine Zeit lang schien es unmöglich zu sein, die verschwundenen Sucher aufzuspüren. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass sich diese Männer und Frauen einer nach dem anderen auf dem Weg nach Ferelden gemacht hatten. Doch dort verlor sich ihre Spur. Ein vages Gerücht über Bannloren, einen ferelischen Adeligen, von dem man seit Monaten nichts mehr gehört hatte, führte Emissäre der Inquisition nach Thayer Oswin. Woraufhin auch der Kontakt zu ihnen abbrach. Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen und offenbar ist dies der Ort, an dem wir die verschwundenen Sucher finden werden. Ja, da ist auch schon der nächste Anhaltspunkt. Ärger in der Himmelsteste, ja gut, was machen wir denn jetzt? Ein Angebot der Krähen. Es gab doch so welche Sachen, die ich für Liliana eigentlich machen wollte, ne? Welche war das denn? Wie geht es Baron Eduard? Ich nehme an, er friert. Warum? Wenn das rote Lyrium weiter wächst, wird die Kälte das geringste seiner Probleme sein. Der Name unser... Ah, stimmt, das wollte ich, glaube ich... 5 Stunden... Ja gut, das mache ich dann am Ende der Session, Aufnahmesession. Der Rat der... Wieso gibt es denn hier so viele Sachen? Das will ich nicht. Oh, ist ja ganz klein. Okay... Gibt es irgendwas, was irgendwie 2 Stunden lang dauert oder so? 9 Minuten! Was? Sind Kontakte hier? Ja. Dann wollen wir doch mal. Knüpfen mehr Verbündete, das ist immer gut. Ein Amulett für Cole. So. Meine Kontakte in Ravaden sagen, dass sich niemand gerne von derartigen Amuletten trennt. Um Geister von der Bresche zu beschützen, sind sie allerdings bereit, um uns zu helfen. Gut, dann holen wir für Cole jetzt ein Amulett, damit er nicht mehr gebunden werden kann. Untersuchen des fehlgeschlagenen Mordanschlags. Nee. Jemand hat sich in die Himmelsweste geschlichen, unbemerkt wieder verlassen. Die Chefrier in dem Buch könnte zu uns zu ihm führen. Wir sollten die Mordermittlungen weiterführen. Das Buch ist nur eine erfundene Geschichte. Oh, Junge, warum muss denn Kall immer so eine Scheiße machen, Alter? Wirklich. Den will ich aber nicht. Das hört sich immer so... Ja, Scheiß auf das. Wir machen einfach den Ab... Wir versuchen den Einsatz einfach schnell abzuschließen. So, nach dem Motto. Alte Garde. Das ist eine Garde. Los. Sagt ihm indirekt etwas. Dass ihnen unsere Unterstützung versichert, ohne dass den anderen bewusst wird, wie eng unsere Verbindung. Ich denke, wir können hier hinsichtlich zukünftiger Konflikte weiterer Zusicherungen machen. Ich bin jedoch nicht bereit, die Souveränität der Inquisition zu gefährden. Wir haben Lord des Rosiers durch eine Demonstration unserer Stärke für uns gewonnen. Ich bin mir sicher, er müsste es zu schätzen, sich mit dem Ansehen unserer Soldaten schmücken zu können. Hier, mach. Machen wir uns an die Arbeit. Wiedersehen. So, ich bin gerade erst wach geworden, irgendwie so vor einer Stunde oder so. Dass dir so, machst du Frühstück? Nee, machst du nicht. Das heißt, dass die Aufnahmesession so wieder enden wird, dass ich dann wahrscheinlich wieder hungrig werde. Und dann erst nach dieser Aufnahmesession hier frühstücken werde. Ah ja. So, was wir in dieser Aufnahmesession machen wollen, ist nun endlich ganz, ganz viele Freundesquests zu machen. Alles, was mit Freundenquests der innere Kreis zu tun hat, alles wird jetzt endlich mal abgeschlossen. Zum Beispiel jetzt auch dieser Scheiß da endlich. Und da gehen wir jetzt auch mal instant hin, würde ich mal sagen. So, also. Nochmal zum Zerkauen, bitte. Da. Josephine kann in Orlais kein Handel mehr treiben, weil es einen...
Aber ich schätze mal, weil sie in Gefahr ist, wegen dem Mordanschlag der Du Paraketz, was vor ewig langer Zeit mal ein Mordauftrag halt gegen sie unterzeichnet wurde von den Du Paraketz. Da allerdings das inzwischen ziemlich lange her ist. Ah, nee, warte mal. Nee, warte mal. Das war ja, weil sie halt jetzt wieder versucht hat, den Handel wieder legalisieren zu wollen, oder weil sie ihn wieder starten will, den Handel, wurde der Mordauftrag jetzt halt in Kraft gesetzt. So war das ja, ne? So, allerdings gibt es jetzt keinen Du-Paraketten mehr in den Adels, im Adelstand, der diesen Auftrag wieder nichtig machen kann, also zerstören kann. Weg. Nein. Und so weiter. Deshalb müssen wir jetzt haben wir jetzt den Du-Parakett gefunden. Das war der erste Schritt. Wir haben. Und jetzt wollen wir ihn in den niederen Adelstand erheben. Dadurch, dass wir jetzt auch schon einen Richter gefunden haben. Und jetzt müssen wir nochmal mit dieser, wie hieß die Tussi? Bla bla bla. Achso. Die Marquis. So viele französische Wörter hier gerade. Malice hieß sie, glaube ich, ne? Da steht jetzt hier auch nichts von. Die müssen wir jetzt dazu bringen, irgendwie die, das alles, sie ist dafür verantwortlich, wer in den Adelstand erheben werden darf und wer nicht. So, deshalb müssen wir sie jetzt halt darum bitten, dass dieser Du-Paraket, wer auch immer das ist, wieder in den Adelstand erhebt werden soll. So, da müssen wir niemanden mitnehmen, weil das ist nur, da ist nichts mit Action. Sage ich jetzt alles nochmal, weil es inzwischen wieder recht lange her ist, seit wir diesen Scheiß hier gemacht haben und das jetzt auch endlich mal zum Abschluss bringen wollen. Urteile können auch fällen. In der Folge. Wahrscheinlich am Ende. Wenn wir dann eben zur Himmelsfeste zurückkehren, um eigentlich dann abschließen zu wollen mit der Session. Okay. Und da ist auch schon. Danke, dass ihr bereit wart, euch unter vier Augen mit mir zu unterhalten. Ministerin Belize. Ach, Belize heißt sie. Ihr habt Glück, dass die Feiern des Marquis so langweilig sind, Inquisitor. Ansonsten würde ich es euch sehr verübeln, dass ihr mich von ihr fernhaltet. Oh. Ich nehme an, ihr möchtet über euer Gesuch sprechen, diese Du Paraketz in den niederen Adelsstand zu erheben. Mhm. Sagt mir eines. Warum sollte ich es euch gestatten, den orlesianischen Adel noch weiter zu verunreinigen, als er es ohnehin schon ist? Cool. Sie hat also jetzt schon ein paar Probleme dagegen. Das ist so schlecht einfach, nur wirklich. Es gibt hier also wirklich, diese reichen Snobs haben jetzt inzwischen diesen Stand, in dem sie sich befinden, jetzt sogar noch unterteilt in einem niederen Adelstand. Das heißt, du bist also ein bisschen reich, bist aber trotzdem ein Penner. Oder ein hoher Adelstand, wo dann so richtig die Reichen und leben, weißt du? Alter, ich hasse dieses Drecksland wirklich. Oh, dann, weißt du, dann hast du schon Kohle, bist aber trotzdem nichts wert. Weißt du, und eine einzige Familie jetzt dazu zu sagen, ganz ehrlich, es ist nur eine einzige, los, mach doch hinne. Dann ist er halt verunstaltet, na und? Sie waren früher adelig. Ich wäre euch etwas schuldig. Ihr mögt den Adel nicht. Ja, dass sie den Adel nicht mag, ist ja scheinbar offensichtlich. Die Du Paraketz waren einst Adlige. Ihr würdet nur einem alten orlesianischen Haus seinen Titel wiedergeben. Dafür ist es viel zu spät. Was sind die Du Paraketz heute? Händler? Bauern? Nein, das ist einfach zu viel. Allein der Gedanke daran bereitet mir Schmerzen. Was könntet ihr mir schon bieten, um mich davon zu überzeugen, dass euer Gesuch meine Mühe wert ist? Noch mehr Schmerzen vielleicht. Ich habe da nämlich ein paar zwei meiner Freundinnen auf den Brücken, die ganz gerne mal dich streichen würden. Bitte was? Die Armee der Inquisition... Will die mich verarschen, Alter? Ich gebe ihr die Kontrolle über meine Armee der Inquisition für irgendeinen Scheiß? Wertvolle Informationen. Gut, das ist jetzt ziemlich vage.
Weil wertvolle Informationen, gut, welche? Weiß man nicht. Eine unvergessliche Nacht. Marco, Alter, wirklich. Beziehungen über Orlé hinaus. Gut. Also flachlegen? Nee. Nee, so einer bin ich nicht. Da bin ich mehr der Geschäftsmann. Die Armee der Inquisition? Ich glaube nicht. Ich gebe Orlé doch nicht meine Armee. Also ganz ehrlich, so weit kommt es ja noch. Wertvolle Informationen oder Beziehungen über Orlé hinaus? Also Ferellen jetzt oder was? Wertvolle Informationen hört sich für mich jetzt am schlechtesten an. Und deshalb würde ich das auch nehmen wollen. Teilweise sieht dieses Lila aus wie Pink, ne? Teilweise sieht das echt schwul aus. Kommt immer so drauf an, wie die Sonne drauf scheint halt, ne? Hier, wo so extrem alles hell ist und dieses weiße Scheißstein da in den Gebäuden, wird das wahrscheinlich... Siehst du, ich hasse Orlé. Das bringt dazu, meine Ausrüstung scheiße aussehen zu lassen. Okay, hier. Und Nummer 6 ist ja meistens auch die schlechteste Antwort, die harschste. Ah. Informationen. Außer natürlich, ihr glaubt, dass eure Quellen besser sind als die Spione der Inquisition. Normalerweise würde ich mich nicht auf euer Urteil verlassen. Aber die linke Hand der Göttlichen arbeitet für euch, nicht wahr? Schwester Liliana ist eine einfallsreiche Frau. Ihre Talente könnten mir zweifelsohne nützlich sein. Nun gut, Inquisitor. Solltet ihr euren Teil dieses Handels erfüllen, werde ich die Du Paraquets in den Adelsstand erheben. Ja, gut. Ach so, diese drei Antworten, die wir da hatten. Die Armee der Inquisition, Kallen, Information Liliana und Beziehungen über Orlé hinaus ist dann Josephine. So haben die das jetzt habe ich das verstanden gerade. Ja gut, aber ganz ehrlich, Liliana ist schlau. Die ist verdammt einfallsreich. Die wird jetzt da nicht irgendwie, die wird jetzt da keinen Scheiß machen. Nicht so wie Kallen zum Beispiel. Deshalb ist Liliana, glaube ich, noch die beste Wahl. Die klügste Wahl. Es sind halt nur Informationen. So, Lilianas Bericht liegt bereit. Blablabla. Achso, die Truhe mit Sonderlieferung. Okay, jetzt können wir ganz kurz mal zu Josephine hingehen und gucken, ob das jetzt, ob wir jetzt doch einen Film kriegen oder so. Ein Filmchen. Die ganzen Helme, die hier rumliegen, ne? Aber mir wirkt der Saal irgendwie so ein bisschen kahl. Weiß ich nicht. Wups. Ich finde diesen roten Teppich hier geil. Von Ikea gekauft, oder was? Aber die Drachenstatuen, die gefallen mir auf jeden Fall. So richtig links und rechts, da in der Mitte sitze ich. Okay, Josephine. Da ist immer noch eine Quest. Wieso hat Varric eine Quest? Ich habe doch letztes Mal alle abgenudelt. Wieso hat Ach, das war, weil Dreiauge dort stand wahrscheinlich. Das hat die Quest irgendwie verschlucken lassen, wa? Alles klar. Hey, hallo. Ich muss nach Balroayo zurückkehren, um mich davon zu überzeugen, dass alles seine Ordnung hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Ach so. Ach so. Triff dich in Balroayo mit Josephine. Ach so, das geht noch weiter. Ich dachte, das wäre jetzt fertig. Na gut. Gut. Wir sind immer noch bei Thema Josephine und ihren Adelstand. Also ab geht's sofort dahin. Wieso habe ich jetzt zwei? Sprichen wollen rum mit Comtesse Dion. Striftlichen wollen rum mit Josephine. Hä, wieso habe ich jetzt hier zwei Quests? Was ist denn hier los? Soll ich irgendjemanden mitnehmen? Keine Ahnung. Cassandra, hier, Vivienne ist ja sowieso adelig, die kann diesen Scheiß laden hier. Was ist denn mit Varricks Bild hier los? Was? Varric sitzt mit Bianca und traurig und Trauer und überall Dämonen und... Was? Was? Wie? Warum? Okay, hat vielleicht mit seiner Freundesquest jetzt gerade zu tun. Vielleicht ändert sich das noch, hoffentlich. Das sieht nicht so glücklich aus hier. Habe ich Scheiße gebaut? Eigentlich ja nicht. Ja, Solas, wir sind hier fertig.
Was ist denn jetzt hier los? Warum ist Variks Bild jetzt auf einmal so schlecht, so negativ? Ich hab gar nichts gemacht. Ich habe mit Varric überhaupt nichts gemacht. Ich habe nur das rote Lyrium, das war's, zerstört. Okay, jetzt gehen die Freundesquests ziemlich ab gerade. So, um 13.40 Uhr oder so, oder? Na gut, 3 Stunden. Ich glaube, na, schwer einzuschätzen wieder. Immer wenn ich sage, ja, sind ja nur 2 Stunden, ja, dauert es in Wirklichkeit viel länger, als wie es ist. Okay, wir reden einfach mal mit Josephine. Ich denke mal, das ist mir irgendwie wichtiger gerade. Als Comtesse Dion. Keine Ahnung, warum ich da jetzt so unten hingehen soll. Soll ich speichern? Nein, der macht Auto speichern. Okay, die steht hier so. Ich habe einen Brief vom Haus der Ruhe erhalten, Euer Gnaden. Mhm. Sie bestätigen, dass der Auftrag nichtig ist. Auf meinen Kopf ist nicht länger ein Preis ausgesetzt. Gut, ist also wieder frei. Diese scheiße Bull nervt jetzt gerade so ein bisschen. Ey, Josephine, hinter dir leuchtet was. Gut, dass ihr sicher seid. Das ist nett von Ihnen. Gut, dass es vorbei ist. Ja, hier. Schön, dass wir uns jetzt alle wieder gefahrlos unseren Aufgaben widmen können. Es tut mir leid, dass wir gezwungen waren, uns mit Ihnen zu befassen. Und ich bedauere, dass euch meine Rolle im Spiel in Gefahr gebracht hat. Ach was? Habe ich je erwähnt, dass ich früher eine Bardin war? Ihr wart Sängerin? Barden unterhalten die orlesianischen Höfe. Sie singen, musizieren, betreiben geistreiche Konversationen und spionieren. Viele junge Adlige setzen sich eine Maske auf und lernen auf diese Weise das Spiel kennen. Okay. Was hat euch an einem Leben als Bardin gereizt? Ich besuchte eine Universität in Val Royeaux, als ich von den Barden erfuhr. Da war dieser Hauch von Romantik, der sie umgab. All die Geschichten über Geheimnisse, Liebeleien und faszinierende Persönlichkeiten. Einige von uns, alles junge Adlige aus Antiva, entschieden, dass dieses aufregende Leben das Richtige für uns sei. Also ein, ja, Teenies halt, weißt du? Die noch ein paar Abenteuer erleben wollen, die noch jung sind. Ja, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sonderlich viele Erstgeborene unter ihnen waren. Nein, ich war in meiner Torheit eher eine Ausnahme. Ich stieß im Rahmen einer speziellen Intrige auf einen anderen Barden, der geschickt wurde, um einen Gönner zu töten. Wir kämpften gegeneinander, falls man es überhaupt so nennen kann. Wir beide hatten schreckliche Angst. Wir waren auf einer steilen Treppe. Er zog ein Messer und ich habe ihn weggestoßen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgegangen ist. Respekt! Sie hat jemanden getötet. Ihr habt euch nur selbst verteidigt. Es hätte einfach nicht sein müssen, Inquisitor. Als ich ihm die Maske abnahm, sah ich in ein Gesicht, das ich kannte. Es hatte mehr als eine Feier gegeben, auf der wir gemeinsam waren. Hätte ich nur kurz innegehalten, um nachzudenken. Hätte ich nur meine Stimme gebraucht, anstatt mich wie ein gemeiner Verbrecher zu prügeln. Ich werde mich mein Leben lang fragen, zu wem dieser junge Mann wohl geworden wäre. Zu jemandem ohne Mitleid. Und wie wurde ihr Diplomatin? Er war offenbar bereit, euch nur für das Spiel zu ermorden. Ja, womöglich. Ich glaube nur, ich bin die Letzte, die beurteilen sollte, ob er das Messer auch tatsächlich benutzt hätte. Bei all dem Durcheinander, bitte entschuldigt. Ich glaube, ich habe euch noch nicht dafür gedankt, dass ihr mir hierbei geholfen habt. Entschuldigt euch nicht. Ihr rettet damit eure Familie, ihr wart aufgewühlt, die Invitation braucht euch. Ja. Passt gut darauf auf. Es ist immerhin der Grund, warum ihr hier seid. Ich werde es euch niemals vergessen, dass ihr mir geholfen habt, das Haus Montillier zu retten, Inquisitor. Und solltet ihr jemals Antiva besuchen, werden wir euch ein Willkommen bereiten, über das man noch Jahre später reden wird. Oh, da weiß ich schon ein bisschen was. Was? 1025 EP, weg ein scheiß Ding hier. Was genervt in der Videosequenz. Le Masque de Lyon. Ah ja. Da war so ein roter Lappen, den wir mal damals gefunden haben. Macht 3. Kann ich schwimmen gehen? Nee. Stand hier nicht irgendwo, dass das Wasser irgendwie leicht giftig sei oder sowas?
Oder ist es offensichtlich wieder weg? Keine Ahnung. Irgendwo stand immer was. Verlassen. Das ist ja mal ein cooles Schild, Alter. Verlassen. Ich glaube, das habe ich damals schon gesagt, ne? Hä, verstehe ich jetzt nicht. Und wieso kann ich jetzt noch dahin gehen? Ich meine, sie hat doch jetzt den Handel. Fertig. Ist alles gut jetzt. Happy End. Warum ist jetzt... Wieso soll ich jetzt noch mit... Kommt Dion sprechen? Stadtwache? Okay, verstehe jetzt nicht so ganz. Das ist nicht mein Name. Ein Freund hat verraten, wo das Fest der älteren Lords stattfand. Hab ich gesehen. Welch unglaubliches Fest da aussah, nachdem die rote Jenny fertig war. Lang gewesen sein. Sie alle waren bis das vielleicht. Könnt ihr mal die Fresse halten? Das hatten sie verdient. Euer Liebster ist wohl auf. Was? Eure Reise in die Stadt muss lang gewesen sein. Gibt es vielleicht irgendwelche Neuigkeiten aus dem Süden? Hier ist ein Brief von Ellerly. Er ist bei seiner Familie in den Dales und in Sicherheit. Oh, mein Ellerly. Oh, seid gesegnet. Die Dions werden sich dafür einsetzen, dass die Duparaquets in den Adelsstand erhoben werden, was? Inquisitor. Ihr habt mein Wort. Und nun verzeiht bitte meine Eile, aber ich muss Ellerlys Worte lesen. Möge euch der Erbauer beschützen. Okay, das hat irgendwie nicht so viel Sinn gemacht, weil die Duparaquet bereits im Adelstand sind. Oh, warte mal, wenn wir schon mal hier in Val Royeaux sind. Schon gehört? Schon möglich. Was? Gab's hier nicht irgendwo Betten zu kaufen oder sowas? Zwergisches Glas. Hier kann man sich so ein paar schöne Sachen für die Himmelsfeste kaufen, damit die mal ein bisschen besser aussieht. Ein bisschen besser aussieht. Buntglasfenster zwergischer Machart. Warte mal, zwergisches Glas. Ist das dieses rote, was leuchtet? Warte, das nehme ich mal. Kunari-Glas. Onesianisches Glas. Ferelisches Glas. Delisch, Andrastisch. Kein Plan, ich kaufe einmal. Ah! Ups, hier gibt's die Betten. Zwergischen Stil. Nee. Onesianisch. Ist ja, sehr edel, wie man kennt. Freie Marschenbett, das habe ich damals gehabt. Das sah ganz cool aus. Zwergische Vorhänge. Vorhänge der Inquisition. Für die neue Inquisition angefertigt worden. Templervorhänge, Kunari, Onesianisch, Kirche ist auch immer mal. Elfisch, Delisch, Chasint ist. Dieses, oh Gott. Ja. Himmelsbeobachter, Steinbärenstamm, Avar. So war das. Banner des Zirkels der Mai, Banner der Kirche, Krone. Ja. Gefundene Vorhänge. Achso, da hätten wir sie jetzt auch schon alle kaufen können. Hier gibt es sogar ein paar Vorschaus. Vorschaus. Aber... leider sieht man nicht, was das ist. Das Bett ist krass hier. Königliche Ruhestadt von... ja, blablabla. Okay, steht aber leider nicht, was für ein Bett das ist. Hier kommt sowas lesen. Ha! Ach, das war ein Lied? Lol. Drei kleine Kaiserinnen. Die drei heiligen Könige, oder was? So, den haben wir ja schon auf unserer Seite gezogen, glaube ich, ne? Vor ewig langer Zeit. Hier ist dieser total, was total viel Sinn macht, Wertgegenstände zu kaufen. Gut. Von Verlorenen und Vermögen abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt ganz kurz mal zur Himmelsfeste zurück. Also wir machen, also wir kämpfen tun da wahrscheinlich nicht allzu viel. Es gibt natürlich, bei Cassandra werden wir sehr wahrscheinlich kämpfen, na klar. Cassandra wird auch ein bisschen länger dauern, weil wir da einen extra Dungeon für haben, den wir erkunden werden. Ach ja. Tour mit Sonderlieferung. Müssen wir später mal machen. Oder jetzt vielleicht. Aber weißt du was, wir können es auch einfach mal jetzt machen, weil wir jetzt die ganzen Sachen gekauft haben. Für die Himmelsfeste. Obwohl, andererseits bin ich auch mit Verrick sehr gerade interessiert daran, ne? Ich weiß die Warnung zu schätzen, aber du hättest nicht selbst kommen sollen. Was, wenn die Gilde davon erfährt? Oder wie hieß er noch?
Machst du dir Sorgen um mich oder um dich? Ein bisschen von beidem. Immerhin bin ich es, der entbehrlich ist. Oh, keine Sorge. Ich passe auf dich auf. Wir müssen nur... Für die erotische Stimme. Das ist eine Überraschung. Ihr seid der Inquisitor, oder? Bianca Davri, zu euren Diensten. Sie heißt Bianca. Ne? Alles klar. Wie die Armbrust? Euer Name ist Bianca? Der Name ist nicht ungewöhnlich. Die Hälfte der Mädchen in der Händlergilde heißt so. Die andere Hälfte heißt Helga. Ich hatte also Glück. Also ist der Name jetzt nur für eine Gruppe von Kriegern oder Kämpfern irgendwie zugeteilt oder so? Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr eine Freundin von Varric seid? Wer ist das nicht? Ihr kennt ihn auch schon länger, nicht wahr? So viel Information, danke. Ihr beiden wirkt nervös, ist mir eine Freude. Ja komm, hier kommen wir gleich zum Punkt hier. Warum macht ihr beide ein Gesicht, als wärt ihr beim Stehlen erwischt worden? Ihre Anwesenheit ist hier ausgesprochen riskant. Vielleicht für uns beide. Du machst dir zu viele Sorgen. Am Himmel ist ein riesiges Loch. Ich denke, die Händlergilde hat im Moment ganz andere Probleme. Bianca verfolgt eine Spur, woher Corypheus sein rotes Lyrium hat. Die Lage von Bartrans Torheit, der Teig, den Varric fand, ist durchgesickert. Es gibt einen Eingang in die tiefen Wege, an dem es von seltsamen Menschen wimmelt, die rotes Lyrium nach draußen schaffen. Also ein paar Anhänger von seltsamen Menschen, also rote Templer oder was? Woher wissen wir, dass sie nicht mehrere Eingänge benutzen, um zu dem Teig zu gelangen? In den tiefen Wegen gelten andere Gesetze als an der Oberfläche. Es gibt keine genauen Karten des gesamten Systems. Dafür aber Verbrüche, dunkle Brut, Lavaströme. Voll geil. Findet ihr einen Weg, der zu eurem Ziel führt, weicht ihr nicht mehr von ihm ab. Jeder Versuch, einen anderen Weg zu finden, kann tödlich sein. Also sind die tiefen Wege hauptsächlich nur monoton. Es geht eigentlich nur in eine Richtung die ganze Zeit. Wer könnte die Lage des Teigs verraten haben? Es wussten nur ein paar Leute Bescheid. Handlanger der Expedition. Einige enge Freunde. Wie sie ihn fanden, ist unwichtig. Entscheidend ist, dass wir wissen, wo sie jetzt sind. Wenn der Teig ein solches Geheimnis ist, wieso wisst ihr dann davon, Bianca? Ich habe ihr von ihm erzählt. Gleich nach der Expedition habe ich Bianca geschrieben und ihr von unserem Fund erzählt. Ich hatte Artefakte, für die ich Käufer brauchte, und sie hatte einige potenzielle Käufer. Außerdem war ich es ihr schuldig. Man erreicht ihn aus Orlais. Das ist ziemlich weit weg von den freien Marschen. Die tiefen Wege sind miteinander verbunden. Jedenfalls waren sie das. Inzwischen sind einige Gänge eingestürzt oder eingestürzt worden. Im Prinzip sind sie Straßen, die das gesamte Zwergenreich durchziehen. Sie führen in jeden Winkel des Kontinents. Vielleicht sogar noch weiter. Theoretisch gelangt ihr über die tiefen Wege zu jedem Teig. Aber tatsächlich... Tja, es gibt einen Grund, warum sie niemand mehr benutzt. Also. Man erinnert sich ja noch an Erimond, ne? Der in die tiefen Wegen gehen wollte und alle alten Götter töten wollte. Ja. Die tiefen Wege sind ja nicht nur größer als Ganfedas oder was. Und das alles unter der Erde. Das ist so unheftig, das ist richtig krass. Ich freue mich schon, wenn wir wieder in den tiefen Wegen sind. Ja. Wir müssen uns der Sache annehmen. Solange er an der Quelle sitzt, ist Corypheus ungleich mächtiger. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich werde ihre Aktivitäten im Auge behalten. Falls ihr ihnen das Handwerk legen wollt, könnt ihr auf mich zählen. Lass mich nicht zu lange warten, Varric. Du weißt, ich habe selbst genug zu tun. Schön. Das ist alles überhaupt kein Problem. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr zu dem Eingang aufbrechen wollt. Also. Oh, verdammt. Betritt Valamar. Na, da waren wir ja schon. In den Hochlanden. Quatsch. Wie hieß das? Hinterlanden. Hier, da werden wir nochmal ganz kurz für unsere Sonderlieferung nochmal angucken. So, hoffentlich ein geiler Stab oder sowas. Ach man, das habe ich doch schon. Wer braucht eine Aussicht? Wenn er solche Schmiede hat. Himmelsfeste anpassen. Okay, warte mal.
Banner? Wieso ist hier... Was ist das denn da? Sieht auch nicht schlecht aus. Ferran sieht ja voll langweilig aus. Einfach nur so ein grauer Lappen, das war's. Bett. Das haben wir jetzt. Hier. Sieht voll geil aus. Episches Bett. Bett. Episches Bett. Bett. Episches Bett. Bett. Was? Okay, also irgendwie sieht das hier cooler aus als das da. Also mit so Stufen. Das finde ich, das sieht aber schon richtig geil aus mit so einem schwarzen Holz, so ein Edelholz oder sowas. Und dann so rote Vorhänge noch. Sieht einfach am geilsten aus. So, das nächste Mal, wenn wir in unserem Quartier sind, weißt du. Vorhänge? Haben wir jetzt Drache. Schazin sieht auch nicht schlecht aus. Inquisition? Freier Marsch. Das war Standard. Mal gucken, wie das aussieht. Einfach nur mal so ein unterschiedliche, ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Wappen. Was ist denn hier unbekannt? Standard sieht so langweilig aus. Dekor? Ach so, ja, okay. Hier haben wir jetzt alles klar. Standard. Standard, wow, cool. Ein Holzstuhl und ein Holzfass. Geil! Da sehe ich irgendwie gar nichts. Andrastes Kirche kenne ich, glaube ich. Das habe ich schon mal gesehen. Das sind, glaube ich, so riesige Statuen sind da, glaube ich, dann überall. Freie Marschen, so ein Vogel, so ein Adler. Reich von Tevinter. Einfach mal gucken, wie das aussieht, ne? Thron. Na gut, da haben wir nur diese Kackdrohne nur. Fenster. Zwergisch. Ach stimmt, da habe ich mir... Ah, das ist leider nicht mit diesem roten... Ja, das ist, aber das ist nicht mit diesem roten Schimmern, glaube ich, ne? Was man in den tiefen Wegen immer sieht. Ich probiere es trotzdem einfach mal. Gucken wir einfach mal, wie es aussieht. So. Okay, hier haben wir nichts mehr, ja? Wieso haben wir jetzt ja eigentlich noch so ein paar Sachen, die wir verkaufen können? Was haben wir denn da? Ja, das bringt uns gar nichts. Blockmaximum. Barrieremaximum. Ja, nee. Das hätte ich vielleicht noch Dings geben können. Cassandra, aber nee. Was ist das? Magie. Ach, lächerlich. Okay, jetzt haben wir nur noch eins. Okay. Letzte Bastion guter Menschen. Das mit Dorian wird auch noch ganz interessant. Ich überlege die ganze Zeit so, ob ich Dorian von dem Brief erzählen soll oder nicht. Okay, wir haben Varric. Okay, jetzt sieht das ja alles anders aus, ne?